sagte, wollen Sie einen Leoparden? Leoparden? Was soll ich mit einem Leoparden? Eine filmische Kostbarkeit aus der Schatztruhe Hollywoods kommt jetzt erstmals in unsere Kinos. Eine der amüsantesten und verrücktesten amerikanischen Filmkomödien. Leoparden küsst man nicht. Susan, was ist passiert? Der Leopard? Nein, nein, schon gut, es ist mir nichts passiert, David. Ich bin nur... Der Leopard! David! Der Leopard! Oh! Seien Sie tapfer, Susan! Seien Sie tapfer, ich komme sofort! Halten Sie ihn fest! Susan, hören Sie mich! Ich komme, Susan! Ganz weg! Oh! Ah, es ist schief gegangen! Oh, das tut mir aber leid. Oh, hallo! Sie sitzen auf Ihrem Zylinder. Das weiß ich. Wirklich, David, ich hatte nichts Besonderes vor. Ich bin nur spät. Susan, Achtung! Das ist... Mein Zylinder, wir machen den Schwanz ausreißen, das sind wir übel. Howard Hawks, einer der berühmtesten Regisseure Hollywoods, schuf dieses klassische Meisterwerk des Humors. Wo immer diese Komödie lief, feierte sie Triumphe und weckte Stürme der Begeisterung. Komisch, Sie haben dieses Biss gestreichelt. Ja, Michael, gewissermaßen schon. Danke, David. Wollen wir hier Versteck spielen oder wollen wir George suchen? Ich auf jeden Fall will George suchen und ich werde ihn auch finden. Darauf können Sie sich verlassen. In den Hauptrollen Cary Grant als leicht verschüchterter Wissenschaftler und Catherine Hepburn als verführerisches, liebenswertes Biest. Beide jung und charmant und von umwerfender Komik. David, haben Sie das gehört? Das ist Baby. Und George auch. Der Mann, der Sie mal kriegt, der beschließt sein Leben bestimmt im Irrenhaus. Es kommt schon alles wieder in Ordnung. Was wollen Sie? Wer sind Sie? Und wer sind Sie? Na, ich frage, wer Sie sind. So verrückt sahen Sie Cary Grant noch nie. Oh, komm schon, Baby, was ist denn nur los mit dir? Komm nur, kann ich zum Theater. Wir müssen die Familie aus dem Gefängnis holen. Was machen Sie denn da, Susan? Ach, ich versuche es mit der Haarnadel. Ich habe meinen Koffer damit aufgekriegt. Wenn die wissen, wer Sie sind, werden sie uns bestimmt rauslassen. Und wenn die raus haben, wer Sie sind, werden sie in eine Gummizelle gesteckt. Ein Film voller Tempo, Charme und Humor. Ein Leckerbissen für Kenner, den auch Sie nicht versäumen sollten.